Hi, wir sind Melinda und David und leben und reisen seit 1,5 Jahren in unserem selbst ausgebauten VW-Transporter durch Europa. Vor ein paar Tagen haben wir die Fähre nach Sardinien genommen und sind seit unserer Ankunft schon sprachlos. Das haben wir nicht erwartet. Könnte ein schöner erster Tag sein. Könnte ich mir schöner nicht vorstellen. Ja, da hinten ist die Fähre. Ja, da hinten sind wir angekommen. Ja, weit wollten wir heute nicht fahren. Wollten heute eigentlich nur ankommen und erstmal ein bisschen chillen. Ja, ein paar Camper sind auch schon da. Ja. Also alleine sind wir nicht. Ich dachte, Anfang Oktober sind wir noch ein bisschen einsamer, aber... Das hat sich rumgesprochen, der Platz hier ist bekannt, anscheinend. Aber es ist noch genug Platz hier für uns alle. Überall so kleine Buchten, wo man sich reinstellen kann. Oder vielleicht auch nicht, so wie hier. Ich glaube, da kann man eher baden gehen. Ja, das machen wir nachher auch mal. Oh. Das wird unser Plätzchen hier. So. Hier hat einer auch schon Abwasser abgelassen vorher. Ich hoffe, da hat kein Fisch gegessen. Das stinkt sonst. Ja, aber noch einen schönen Blick hier. Ja, was sollen wir sagen? Wir sind angekommen, wurden mit bestem Wetter empfangen. Ja. Richtig schön, oh mein Gott. Wir haben auch gleich einen schönen Stellplatz, unser erster Stellplatz. Ist halt so ein bisschen in der Nähe vom Hafen, aber es sieht trotzdem so schön hier aus. Also könnte echt schlechter sein, und zwar um einiges. Ich glaube, das ist der perfekte Start für Sardinien. Und wir beide haben uns gar nicht so viel informiert. Wir machen das eigentlich immer erst so, wenn wir an dem Ort sind, dass wir uns dann informieren, beziehungsweise... Ich informiere mich und dann gebe ich die wichtigsten Fakten an Melli weiter. Und was wir jetzt schon mal krass fanden, dass Sardinien ungefähr 7 bis 8 Mal größer ist als Mallorca. Ja, das haben wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und wir haben jetzt eigentlich geplant, einen Monat hier zu bleiben. Aber ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, dann könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht etwas länger bleiben. Oder wir natürlich nochmal kommen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall dauert es jetzt von dem Punkt, wo wir sind, also wir sind relativ weit oben im Norden. Aber nicht der nördlichste Punkt. Noch nicht der nördlichste Punkt, bis fast an den südlichsten Punkt, wo man mit dem Auto hinkommen kann. Was habe ich gerade gesagt, sind es 300 Kilometer? Ja. Also 3 Stunden mit einem Auto und bei uns sind es dann locker mal 5 Stunden. Also schon richtig krass groß, muss ich sagen. Ich bin total gespannt. Ich werde jetzt ein bisschen ein paar Infos zu Sardinien aufsaugen und dann machen wir uns was Kleines zum Frühstück. Und ich glaube, ansonsten lassen wir den Tag heute ganz gemütlich erstmal starten und auch gemütlich ausklingen. Erstmal ganz easy peasy hier ankommen. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. Die Griechen nannten Sardinien Sandalion, da die Form der Insel an einen Fußabdruck erinnert. Na gut, genug über Sardinien informiert. Ich will jetzt ins Wasser. Hallo, ab ins Wasser. Auf geht's. Es ist einfach von jetzt auf nachher. Einfach so passiert.
Ja, tatsächlich war hier eine Kartusche verstopft. Jetzt haben wir nur noch eine Kartusche zum Filtern, aber müssen wir bald eine neue bestellen. Aber es funktioniert alles wieder. Freunde, es ist mittlerweile der nächste oder sogar übernächste Tag. Ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und suchen uns eine andere Bucht. Also ich möchte eigentlich nicht gehen, aber hier... Ja, ich würde auch für immer hier bleiben wollen, aber wir müssen auch mal ein bisschen was sehen hier, ne? Es ist einfach so schön hier. Und morgen wird es genauso schwer sein. Ja, ist eigentlich... Wenn man halt einmal einen schönen Platz gefunden hat, hat man immer halt Angst, dass man dann halt abgegradet wird und dass man sich dann nicht wohlfühlt an einem anderen Platz, weil es ja nicht so schön ist. Aber es wird auf jeden Fall auch passieren. Also, außerdem müssen wir Wasser auffüllen, da hat sie schon recht. Ohne Wasser geht's halt nicht, ne? Aber es war so schön. Das hab ich gar nicht gesagt. Was hast du nicht gesagt? Dass wir Wasser auffüllen müssen. Nee, ich sag, wir müssen Wasser auffüllen. Du sagst, da hat sie recht. Ja, so, wir haben uns vorher auch natürlich noch privat unterhalten, ne? So, also wir quatschen auch so miteinander. Aber es ist so schön hier, guck mal. So eine schöne Aussicht, die wir jeden Tag haben. Oder hatten. Naja, kommen wir wieder zurück. Wir finden auch noch schöne Sachen. Also, wir müssen hier exploren. Der Camper da hinten hat den besten Platz. Die stehen da schon, seit wir hier angekommen sind. Und wenn, ganz ehrlich, wenn ich da stehen würde, würde ich den Platz auch nicht aufgeben, ne? Du auch nicht, oder? Doch, ich will noch was sehen. Achso, du willst exploren. Ich will exploren. Okay, let's explore Sardinia with Melly. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen eine blöde Wasserstelle ausgesucht. Also hier vorne sieht es so aus, da kommen wir definitiv nicht runter. Da sind überall so richtig tiefe Krater. Und hier links von mir sieht es so aus, also voll übel. Rückwärts können wir wohl auch nicht runter, weil also es ist einfach viel zu steil. Und da geht es richtig serpentinenhaft um so zwei Kurven. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier lösen. Okay, also wir versuchen es jetzt. Doch hier den Weg entlang zu fahren. Drückt uns die Daumen, dass wir uns die Reifen nicht zerfetzen, weil hier sind ganz schön spitze Metallstangen. Und Melly navigiert mich mal. Da unten ist die Wasserstelle und dann ist auch ein Platz, an dem wir drehen können. So die Theorie. Mhm. Dann drehen ein bisschen so. Ja. Noch ein. Ja. Ich glaube, beim nächsten Mal suchen wir uns eine andere Wasserstelle aus. Ja, die würde ich nicht weiterempfehlen. So, das ist die Wasserstelle. Und ja, wenn wir jetzt gleich voll sind, dann hoffe ich, dass wir da auch gleich wieder hochkommen. Es wackelt und wackelt. Pass auf, wo du hintrittst, Schatz. Boah, ey. Alter, das war aufregend. Hast du gut gemacht. Jeder Tropfen Wasser ist wertvoll, ne? Aufatmen. Also hier kommen wir nie mehr. Okay, und jetzt geht's irgendwo nach da. Wieder runter. Thank you.
Wow, was für ein krass wunderschöner Sonnenaufgang und ein schöner Start in den Tag ist das denn? Ja, wir haben mittlerweile den Platz gewechselt, aber das erzähle ich euch gleich. Erstmal gehe ich Kaffee trinken, Melli bereitet nämlich gerade was zu. Prost, mein Schatz. Ja, es ist einfach nur schön, hier hinten zu sitzen, der Sonne beim Aufgehen zuzugucken und Kaffee zu trinken. Ja, wir haben übrigens den Stellplatz gewechselt, wie gerade schon gesagt. Und zwar lag das zum einen daran, dass ich Geburtstag gehabt habe. Und ihr seht hinter mir noch die Hängematte. Wir hatten einen richtig schönen Geburtstag und ich habe dann jetzt auch zwei oder drei Tage sogar gar nicht gefilmt, weil am Geburtstag haben wir einfach ja gar nichts gemacht, in der Hängematte geschlafen, Kuchen gegessen, Kaffee getrunken und den Tag zu zweit verbracht. War richtig schön und da war perfektes Wetter und danach hat es angefangen zu regnen, also komplettes Kontrastprogramm und hat 36 Stunden durchgeregnet. Ihr habt das jetzt vielleicht gerade gesehen, da sind noch überall große Pfützen. Und da saßen wir eigentlich nur an den Laptops, haben auch nicht viel gemacht, was jetzt interessant wäre, außer halt gearbeitet. Und ja, heute scheint die Sonne und ja, wir wollen hier mal ein bisschen den Stellplatz erkunden und dann nehmen wir euch gleich mal mit und erzählen euch auch, ja, wie die ersten Tage hier so auf Sardinien sind. Und ja, das hätten wir selbst nicht erwartet, was wir euch dann jetzt gleich sagen werden. Also Sardinien hat uns jetzt auf jeden Fall schon mal überrascht. Es ist jetzt Mitte der Saison, dass wir hier sind. Oder Nebensaison, sagt man. Genau. Ja, was hätten wir nicht erwartet? Erstmal, dass Sardinien so groß ist. Wir haben das mit Mallorca verglichen und haben festgestellt, dass es 7-mal größer ist. Ja, es ist die zweitgrößte Insel im Mittelmeer nach Sizilien und riesengroß. Also von Nord nach Süd brauchen wir laut Karten 3 Stunden, aber mit unserem Auto wahrscheinlich eher 5. Also mega krass. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so viele schöne Stellplätze schon gleich zu Beginn direkt am Meer finden. Also außerhalb der Saison natürlich, weil hier ist jetzt natürlich gerade kein Tourismus mehr. Deswegen ist es, glaube ich, auch viel entspannter natürlich hier mit dem Van zu reisen und zu parken. Boah, hier sind, sorry, super viele Mücken gerade. Oh, 3 Stück. Wow. Ja, echt. Ja, was wir auch nicht erwartet haben, ist, dass Sardinien sehr viel Müll, also wie soll ich sagen, ja, schmutzig. Also wir haben viele wilde Müllkippen entdeckt hier. Genau, das ist ein bisschen schade. Also bitte nehmt immer euren Müll mit, wenn ihr mit dem Camper auch unterwegs seid oder auch nicht. Aber es ist auch, glaube ich, nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur den Campern verschuldet ist. Also an den Straßenseiten ist auf jeden Fall immer super viel Müll. Aber auch an den Parkplätzen sind oft Taschentücher, die halt rumliegen, weil dann Leute auf Toilette gehen und einfach ihre Taschentücher oder das Klopapier einfach auf den Boden schmeißen und dort lassen. Ja, das macht es ein bisschen schade, weil ich glaube, die Insel ist an sich sehr, sehr schön. Wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen, sind auch erst knappe 10 Tage hier, aber es ist einfach ein Traum. So, das muss man schon mal sagen. Und hier an dem Stellplatz ist es auch alles super sauber. Und und jetzt laufen wir mal weiter zu dem Strand. Beide auch noch nicht. Hey! Kollege! Der macht hier Faxen.
seid ihr einmal kurz umgefallen. Ich hoffe, euch ist nichts passiert. Wir hatten halt, waren so ein bisschen voreingenommen vielleicht und haben halt auch gedacht, es wäre hier so super teuer und es ist dann halt deswegen auch die ganzen Küsten sind bebaut und wir werden halt voll oft weggeschickt von den Stellplätzen. Aber bis jetzt hat die Carabinieri nur freundlich gewunken. Also wir sind ja auch außerhalb der Saison hier. Wir haben jetzt Anfang Oktober. Ich denke, dass das hat natürlich auch einen riesen Einfluss, dass es viel einfacher ist, freizustehen. Ich glaube, wenn halt hier der große Tourismus im Sommer ist, sieht das Ganze etwas anders aus. Deswegen am besten, man kommt halt nicht unbedingt zur Hauptsaison hierher, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, außer man geht auf Campingplätzen, weil hier gibt es, glaube ich, auch sehr viele. Das kann man natürlich die haben jetzt auch aber machen. Mittlerweile fast alle zu. Genau, die meisten haben geschlossen, deswegen ist natürlich dann wahrscheinlich auch das Wildcampen vielleicht auch tolerierter, weil man ja einfach keine Campingplätze mehr hat. Auf jeden Fall schaut euch mal an, wie leer hier dieser Strand ist. Ne? Man denkt immer, Sardinien ist super voll, aber guckt mal, hier, wir sind hier ganz alleine. Also da hinten sind vielleicht 3-4 Leute, aber ansonsten, und es ist morgens um 10, hier ist niemand. Nur Melli und ich. Und wir laufen jetzt mal weiter, bis ganz zum Ende. I've never been so close before. It's one way or the other. Ja, was hätten wir noch nicht erwartet? Einmal auf jeden Fall, dass es noch so warm hier ist und dass wir hier noch Träger verteilen und noch baden. Also ja, hast du recht, baden können wir auch noch gehen auf jeden Fall. Also dass es hier so warm ist, dass man halt so freizügig noch rumlaufen kann und baden kann. Und es ist überhaupt nicht so windig wie damals auf Fuerteventura, obwohl das hier natürlich auch eine Insel ist. Und was ich so krass finde, es bleibt die ganze Woche so 25 Grad tagsüber, nachts 16 Grad, also perfekt. Gerade für uns im Camper sehr, sehr gut. Und uns hat jemand einen Tipp geschickt, was wir uns unbedingt hier anschauen sollen und das machen wir auch nächste Woche. Da waren noch 2-3 Bilder dabei, also ich habe nicht gedacht, dass es so etwas überhaupt in Europa gibt. Aber dazu können wir euch erst mehr in der nächsten Woche sagen. Wir machen uns jetzt mal langsam auf den Weg zurück zum Van, denn uns krummelt der Magen, wir haben ein bisschen Hunger und jetzt machen wir Frühstück. Jetzt machen wir Frühstück. Colazione, wie es auf Italienisch heißt. Salve! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Jeden Sonntag bringen wir neue Videos raus, die nächsten erstmal von Sardinien. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, dann bleibt am besten dran. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi. Jetzt muss ich hier mal deine mediterrane Creme probieren. You were truly